Wir bleiben bei der Eiseskälte. Vor allem Obdachlose kämpfen derzeit Nacht für Nacht ums Überleben. Nachdem die Notschlafstellen bereits aus allen Nähten platzen, öffnet jetzt ausgerechnet das horizontale Gewerbe erstmals Herz und Türen. Ein Wiener Bordellbetreiber stellt die Zimmer seines Laufhauses für Obdachlose zur Verfügung. Erich Tögl über die wohl ungewöhnlichste Notschlafstelle Österreichs. Am Ort der Bezahlliebe herrscht seit heute pure Nächstenliebe. Da diese Woche die ambulanten Liebesdienste der Laufhausdamen eher schwach gefragt sind, öffnet der Wiener Rotlichtmanager Peter Laskaris nicht nur sein Herz, sondern auch die Türen zu seinen Separés. Durchgefrorene Obdachlose sollen jetzt bei ihm wohlig warme Nächte verbringen dürfen. Es ist die Energiewoche, da ist bei uns traditionell weniger los. Es sind viele Damen auf Urlaub, die Herren sind auch mit den Familien auf Urlaub. Und es waren einige Zimmer frei und dann habe ich auf Facebook gesehen, diese ÖBB-Aktion, und habe mir gedacht, was die ÖBB kann, kann ich auch, und stelle diese Zimmer eben zur Verfügung. 10 der 15 Laufhauszimmer sind ab heute exklusiv für Obdachlose reserviert. In Sachen Notschlafstelle bietet Peter Laskaris dabei sogar Premium-Class. Es bekommt jeder ein Zimmer mit Fernsehen, mit Dusche, frische Bettwäsche und eine warme Mahlzeit gibt es auch noch dazu. Und er kann hier in Ruhe schlafen. Geheizt sind die Räume natürlich sowieso. Die Einladung gilt noch bis Sonntag. Ab Montag springen dann wieder überhitzte Herren gegen Bares in die Laufhausmatratzen.